Willkommen zurück bei... Du bist gerade gekommen. Du kannst nicht gleich wieder gehen. Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Entschuldigung. Ich wollte auch gar nicht gehen. Ich wollte... wo geht's denn hoch? Moment. Ah, hier. Da hinten ist er. Cassandra! Ich habe nicht nach dir geschickt. Egal, welche Gewänder du trägst, Phoebe hätte dich nicht einlassen dürfen. Aspasia hat mich geschickt. Aspasia schickt mich, dich zu holen. Sie will, dass du nach unten zur Feier kommst. Sie findet, ich kümmere mich nicht genug um die Gäste. Doch diese Feiern liegen mir nicht. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotos und mir gesellst, sollte sie das besänftigen, meinst du nicht? Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. So still, wie es mit mir eben sein kann. Ah. Okay. Phidias erwartete sein Urteil, doch du hast ihn aus Athen schaffen lassen. Ich dachte, du von allen Menschen würdest dem Gesetz am ehesten folgen. Phidias ist ein sehr guter Freund. Ich wollte verhindern, dass er schuldig gesprochen wird. Und natürlich gab es andere Faktoren. Du weißt davon. Ja, er hat Wahnvorstellungen. Doch wenn du einmal einen Freund hast, für den du alles tun würdest, wirst du verstehen. Aha. Ich verstehe nicht, warum du Anaxagoras verbannen wolltest. Sokrates sagte, er sei dein Freund. Ich riskiere nicht das Leben jener, die mir nahestehen, wenn ich es vermeiden kann. Also wolltest du ihn beschützen? Anaxagoras verstand meine Sorgen. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber so ist er sicher. Okay. Warum schicktest du Metiochos trotz der Gefahr ins Fischerviertel? Ich hätte ihn nie willentlich einer Gefahr ausgesetzt. Du hast anscheinend viele loyale Freunde. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Interessant. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja. Herodotos sagte das auch. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen, der Zukunft der Stadt. Die Spartaner sind nicht dein größtes Problem, Perikles. Der Kult kommt hierher und bringt seine stärkste Waffe mit. Du solltest auf sie hören. Die Spartaner sind bereits hier. Der Kult ist mir noch zu nebulös. Ich bin mit einem Kultmitglied verwandt und ich glaube ihm, wenn er sagt, dass sie hinter dir her sind. Ich ziehe deinen Rat in Betracht. Jedenfalls werde ich meinen Männern Bescheid sagen. Aspasia lässt fragen, was dich so lange aufhält. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. Meine Güte. So, also. Also wieder nach unten. Entschuldigung. Du siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Siehst du? Du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Ich muss gehen. Ich hatte genug Athener Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun?
Ich reise nach Chios, ich reise nach Argolis, ich reise nach Korinth. Ob wir gehen halt erst nach Chios. Es gibt eine Frau auf der Insel Chios, mit der ich sprechen muss. Das ist mein nächstes Ziel. Dort soll es doch Piraten geben. Ich werde vorsichtig sein. Gut. Eins noch. Ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kefalenia. Was denn? Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kefalenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine Seuche gab. Ja? Ja. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Jawohl, sehr schön. Bettelst du dieses Mal nicht darum mitzukommen? Nein, mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kefalenia. Das heißt, du kommst zurück. Das ist wohl wahr. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Auf bald, Cassandra! Wir haben eine Club-Herausforderung freigeschaltet. Na gut, so, jetzt aber erstmal hier alles Mögliche nachgucken, ne? Wir haben neue Waffen. Er ist schon 18, der noch nicht. Oh, oh, ho, 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 ho. Siegerschaden und... Ja, komm. Was haben wir eigentlich neu? Der, den hier. Warte mal, den können wir auch dann bestimmt... Der ist genauso, okay? Also können wir das... Das war auch... Ja. Ja, mal noch was. Was denn? Ah, hier. Den könnte eigentlich den ganzen Müll hier, könnte ich eben noch mal verkaufen. Naja, solange wir noch... Das hat zufällig schon gefunden. Solange wir noch Platz haben... Was haben wir denn noch für... Okay. Fähigkeiten? Wir haben einen Fähigkeiten... Einen Punkt, so. Neun weitere Aussichtspunkte. Okay, was ist das hier? Erfordert Stufe 20, gut. Und das hier? Kommen in der Geschichte weiter voran. Schwupp. Drücke R, um anzugreifen. Extrem starker Angriff. Von der Art der verwendeten Waffe abhängig. Sie benötigt 3 volle Adrenalinpunkte. Okay, und dann muss ich auch nirgendwo zuordnen. Das ist schön. Das heißt, dann könnten, das können wir einfach. Schauen wir mal bei unserem Schiff. Wir haben Eevee. Warte. Hä? Achso. Hier, dann kam die auch. Gut, die hat sehr Schaden bei niedrigem Schiffszustand, Schaden bei Brandsperren, Bärschaden. Okay, warte mal, was. Ramsche. Schiffspanzerung, 3 Fallschaden, 4. Okay, wir haben zweimal die Schiffspanzerung. Wird das dann gedoppelt? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Das wäre jetzt mal interessant. You walk for nu for me now. Aha. Wir haben 800, was könnten wir denn hier zum... Was können wir denn hier noch machen? Was könnten wir machen? Was ist das hier? Speerschaden? Wir könnten das hier machen. Das benötigt total... Das sehe ich ja jetzt erst. Das hier benötigt... Das nicht. Das auch. Gut, warte mal, wir machen mal das hier. Ach Gott, dann brauchen wir halt nicht auch die... Diese blöden Tafeln dafür. Naja. So. Du hast bessere Ausrüstung, als ich zurzeit habe? Glaube ich nicht. Oder? Warte mal.
Auch den hier, haha. Gut. Da wir ja den Helm eh nicht anzeigen lassen. Oh, das können wir nicht nehmen. Okay, wir haben gerade keinen Schwingkeulen, deswegen können wir. Nehmen wir das hier. Gigaschaden und für alles. Aber das hier, so. Okay. Verbessere den Speer. Der einzige Weg, die wahre Macht des Speers, das können wir machen. Das hier könnten wir machen. Allerdings weiß ich gar nicht, wo der ist, ne? Oh, hier haben wir ganz viel, warte mal. Die Insel des Unglücks. Machen wir das hier als erstes. So, Karte. Haben wir hier. Oh, hier haben wir was. Dann machen wir erstmal das. Hier haben wir noch ganz viel. 19, wir sind Stufe 9. Dann machen wir das erst. Wo muss ich dafür hin? Da hinten. So. Lalala. Und da ist ein Söldner. Noch was soll's. Ich muss dahin. Hopp. Mal schauen, was wir da haben. Vorsicht. Oh. Wanderung durch Athen. Hier. Zack, das nehmen wir mit. Oh. Jawohl, aua. Okay. Gleich sind wir da. Einmal kurz ein Bad nehmen. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Hi. Cassandra, du kriegst wohl nicht genug von mir. Ich behaupte nicht, dass ich nicht daran gedacht hätte, aber wir werden uns das für ein andermal aufheben müssen. Was immer du sagst. Ich breche unser Gespräch nur ungern ab, Sokrates. Aber ich glaube, du hast genug für uns beide geredet. Wir sollten dringend eine andere Beschäftigung für deinen Mund finden. Wenn du ihn nur lange genug kennst, wirst du einen kleinen Hauch von Erkenntnis tief hinter seinen überschwänglichen Avancen finden. Ein Kompliment und eine Beleidigung im selben Satz? Der Mann hat wirklich Talent. Du kommst zum perfekten Zeitpunkt. Ich habe einen Freund namens Sophanes, der Athener Bürger werden möchte. Aber er braucht etwas Hilfe. Deine Hilfe. Ich bin gespannt, warum er ausgerechnet meine Hilfe braucht. Jeder Söldner wäre recht, ganz ehrlich, aber du bist mein Liebling. Du musst nur den Namen meines Freundes auf eine Liste schreiben. Okay. Es muss einen Grund geben, warum Sophanes sich nicht selbst eintragen kann. Tja, er würde es tun, aber er ist längst nicht so geschickt, wie du es bist. Das heißt?
Das heißt, du kannst Dinge, die er nicht kann. Alleine würde er sicher versagen. Ah ja. Warum Athen? Er ist doch sicher schon irgendwo anders Bürger. Jeder möchte ein Bürger Athens sein, auch wenn sie es nicht zugeben. Sophanes interessiert sich für Politik. Aber nur als Bürger darf er daran teilhaben. Okay. Mir war nicht bewusst, dass du eine Liste mit Lieblingssöldnern führst. Und ich stehe ganz oben? Oh ja, allerdings. Obwohl, wenn du ganz lieb fragst, dürftest du selbstverständlich auch mal nach unten. Eieiei. Es klingt ganz einfach. Sag mir, warum es das nicht ist. Es gibt ein kleines Problem. Du musst ins Metroon, das du nicht betreten darfst, und du musst den Namen gut genug fälschen. Also versucht er auf illegalem Weg ein Bürger zu werden. Das hättest du sagen sollen. Ich versuche nächstes Mal daran zu denken. Das Gebäude, das du suchst, ist in der Nähe der Agora. Pass auf dich auf. Dein Verwirrspiel mag bei den anderen funktionieren, Sokrates, aber nicht bei mir. Ich spiele weder auf verwirrende noch andere Weise. Na, schauen wir mal. Jetzt können wir das hier auch mal. Wir haben einen roten Apfel bekommen. Au! Ui, ui. Alter. Oh. Zack. Rums. Natürlich kommt noch ein Söldner. Gib was auf!
Alter! Wow! Alter, was kann auf einmal so ein Vieh? Wenn der einen uns nicht gesehen hätte, der hat ihn überhaupt nicht, den habe ich mit Ikarus nicht gefunden. Eieiei, die Welt ist voller Söldner wie dir. Ja, ja. So, wo dürfen wir weitermachen? Dein Verwirrspiel mag bei den anderen funktionieren, Sokrates, aber nicht bei mir. Was, muss ich jetzt nochmal mit dem reden? Niemand darf mich sehen. Wartet mal. Ja. So. Wir laufen zwei davon rum, interessant. Na gut. Was hast du hier zu suchen? Wie will der mich denn jetzt gesehen haben? Zack. Hat die das abgeblockt, verdammt. Noch einer. Tschüss. Zack. Alter, das ist Level 21. Moment, ich sehe gerade nichts mehr so. Zack. Ich
Oh Mann. Zack. Zack. So, der ist mal weg. Zack. Sag mal, was willst du denn jetzt? Zack. Ach komm. Wow. Mann! Ey, erst hat das Blocken nicht funktioniert und das Ausweichen dann auch wieder nicht. Scheiße, und das Ganze nochmal. Aber Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute war's das. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich erstmal bis dann. Und ciao.